muss man mindestens würfeln, um mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 0,9 mindestens eine 1 zu würfeln. Gesucht, also wenn x die Anzahl der Einsen ist bei n Würfen, dann ist x bn 1/6 verteilt. Also x ist dann die Anzahl der Einsen, der Sechsen. Und gesucht ist p von x größer gleich 1. Und Sie wissen, p von x größer gleich 1 ist dasselbe wie 1 minus p von x gleich 0, eigentlich kleiner gleich 0. Also sprich, wir gehen übers Gegenereignis, wir rechnen nicht aus mindestens eine 6, sondern keine 6. Ja, also das hier heißt ja keine 6. Und das ist dasselbe wie 1 minus p von x gleich 0 bei n Würfen ist 5/6 hoch n. Also wie gesagt, das heißt, bei n Versuchen keine 1. Also die Wahrscheinlichkeit, dass x größer gleich 1 ist, ist 1 minus 5/6 hoch n. Und diese Wahrscheinlichkeit soll 0,9 sein. Das heißt, eigentlich bei mindestens soll diese Wahrscheinlichkeit größer gleich 0,9 sein. Ich rechne jetzt den Grenzfall aus. Ich rechne nicht größer gleich, sondern im Grenzfall. Im Grenzfall rechne ich aus 1 minus 5/6 hoch n gleich 0,9. Das ist der Grenzfall und das löse ich jetzt nach n auf. Ja, das ist der Fall. Genau, dann wenn, also ich addiere die 5/6 noch hin, subtrahiere die 0,9. 0,1 ist gleich 5/6 hoch n. Und das ist dann, das löse ich dann nach n auf. Das heißt, das n ist dann nichts weiter als Logarithmus von 0,1 durch Logarithmus von 5/6. Ja, und das rechnen wir mit dem Taschenrechner aus. Und da kriegen wir raus, das sind etwa 12,6. Das heißt, man braucht etwa 12,6 Würfe, ja, aber 12,6 Würfe kann ich nicht machen. Also muss ich jetzt aufrunden, ja, weil es war ja der Grenzfall. Daraus folgt, man muss mindestens 13 Mal würfeln. 12 Mal würfeln reicht nicht. Also das heißt, selbst wenn hier jetzt 12,3 Stunden, müssten wir trotzdem aufrunden.